So, hier jetzt nochmal ein kurzes Video für alle, die sich immer noch nicht entschließen konnten, eine Hochdruckbefeuchtungskühlung einzubauen. Wir haben hier das Steuergerät, das Ganze wird bei uns auf einem VA-Gerüst montiert. Ein kompletter Ausgleichsbehälter, das Ganze wird in der Regel steckerfertig gemacht. Hier unten sehen wir die Pumpe, die Pumpeneinheit, Wasserfilter, entsprechender Anschluss, komplett vorgefertigt. Magnetventile sind rückseitig montiert, die den Druck entlasten. Der Schlauch ist auch schon gleich dran montiert und ab hier läuft man dann weiter, natürlich nicht mit dem Steckanschluss wie hier, sondern mit einer 15 mm Edelstahlleitung und in den Abteilen wird dann das Schlauchsystem verlegt. Durch die komplette Vorfertigung einschließlich Steuerung können wir es so machen, dass wir gleich 20 Meter Temperaturfühler und 20 Meter Feuchtekühler an das Gerät anschließen, dann kann das Ganze komplett steckerfertig ausgeliefert werden und ist leicht in Eigenmontage einzubauen. Vor den Abteilen wird dann die Edelstahlleitung verlegt, das zeige ich gleich nochmal in einem anderen Ausschnitt. Und in den Abteilen hängen dann diese Edelstahlzylinder mit den O-Ring-Düsen, die relativ leicht auch mal ausgetauscht werden können und zu Reinigungszwecken dann zerlegt werden und wieder weiter benutzt werden können. So sehen dann die Zylinder aus, die plangeschliffen sind aus Edelstahl. Entsprechender Anschluss, da kommt dann das Übergangsstück auf den Schlauch rauf und die Eingänge für die Düsen. Diese Zylinder gibt es in 4- und 6-fach Ausführungen. Die legen wir entsprechend der Planung für die Stahlbereiche aus. So, ich schraube hier jetzt mal eine Düse ein. Diese Düse wird wirklich nur handfest angezogen, weil sie über einen O-Ring verfügt. Und wenn dann mal eine nicht richtig funktioniert, kann man die relativ leicht austauschen. Wie gesagt, O-Ring, ganz wichtig, und nicht mit der Zange anziehen. Zur Reinigung wird die Düse dann einfach zerlegt in ihre Bestandteile, Rückschlagventil, Feder und Klappe. Und dann in ein Ultraschallbad gelegt und nach gewissen Betriebsstunden gereinigt. Unsere Empfehlung an dieser Stelle, man nimmt etwa 10 Düsen mehr, hat im Zentralgang eine rote und eine grüne Dose. In der grünen Dose sind die gereinigten, in der roten die verschmutzten. Wenn die rote Dose voll ist, müsste die grüne leer sein. Dann werden alle gereinigten oder alle zu reinigten Düsen in das Ultraschallbad gelegt und kommen dann wieder in die grüne Dose. So machen das viele Betriebsleiter und das klappt über Jahre hervorragend. Der Hochdruckschlauch wird speziell für uns gefertigt und hat eine sehr dicke Wandung, um den 70 Bar Druck standzuhalten. Über die Steckverbinder lässt sich das System sehr schnell installieren, zusammenstecken und in Eigenleistung mühelos in die Abteile einbauen. Einfach T-Stücke, Bögen oder Verbinder auf die Schlauchleitung aufstecken und fertig ist das. Kommen wir nochmal zur vorgefertigten Station und gehen auf die Einzelheiten ein. Da wäre zunächst die Regelung mit dem HM3, die auch vormontiert an der Station ist. Hier können Sie zwischen drei Betriebsarten wählen. Kühlung, Befeuchtung und Dosierung. Alles wird automatisch über den HM3 gesteuert. Dabei werden Zuluftfeuchte und Zulufttemperatur berücksichtigt. Der von uns ebenfalls an der Station montierte Behälter mit 70 Liter hat mehrere Aufgaben. Er fängt das Ablasswasser auf, was zur Druckentlastung immer wieder anfällt. Gleichzeitig stellt er einen Trockenlaufschutz dar, ist für die Dosiermöglichkeit verantwortlich und läuft bei Bypassbetrieb der Pumpe zusätzlich als Kühlbehälter. Ein wesentliches Bauteil jeder Station ist die Pumpe, die wird auf die Anlage dimensioniert. Ein zusätzlicher Filter sorgt für Sicherheit und wir setzen in unseren Pumpen grundsätzlich keine Gummibestandteile ein, sondern Viton-Dichtungen, damit eine hohe Betriebssicherheit gegeben ist. Mit unserem System sind Sie in der Lage, auch Ihren Tieren im Sommer ausreichend Kühlung zu verschaffen und natürlich auch im Winter für ausreichend Luftfeuchte zu sorgen. Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Ihr HDT-Team. Ja.
Das geht auch. Ja, das sieht super aus. Hier mache ich auch Schwein rein. Das passt.